Hallo liebe Freunde, heute wieder hier, mitten im Wald, mit Dandolo. Wir wollten ja eigentlich geradeaus weiterlaufen, also in die andere Richtung hier, Richtung Xadas Turm. Das müssen wir leider verwerfen, weil nämlich aus dem Off Innos zu uns gesprochen hat, der da sagte, wir müssen ja nochmal zurück zur Stadt, in die Oberstadt, und zwar zu Ezzo. Da war ich doch da. Vor ein paar Folgen zurück. Hab den aber, der hat mich dann angegriffen. Und das war schon dunkel draußen. Dann habe ich mich schlafen gelegt. Also ich war alleine dort. Ja, und dann habe ich ihn nicht mehr angetroffen in der letzten Folge, weil er bestimmt oben geschlafen hat in seiner Butze. Und ja, da müssen wir jetzt nochmal hingucken. Weil wahrscheinlich war ich zu früh da, wo er nicht da war, wo ich nicht antraf, 18.10 Uhr. Also in Salandrils Alchemistenstube. Ist doch eine Alchemistenstube, ne? Weiß ich jetzt nicht, kenn. Sopp, sopp, sopp. Oh mein Gott. Ach ja, gibt's noch irgendwelche Schwarzseher? Schwarzseher, nein. Die Suchenden. Ja, da haben wir wieder einen vergessen oder hat sich neu generiert. Speichern wir mal ab. So, jetzt muss ich leider einen Übergang machen, denn der Suchende ist auf uns losgegangen, beziehungsweise während ich speichern wollte. Ne? Macht er noch so einen langen Spruch? Sprung, meine ich. Ja, und dann gab es halt eben diesen Schnittübergang halt eben. Und da ist der Suchende schon... Nee, Dandolo war es. Der hat ja schon voll auf ihn reagiert. Ja, weil er ja im Offensivmodus ist. Gucken wir mal, ist hier noch irgendwo einer hier unterwegs? Ach, ich muss mich ja noch bedanken bei euren super Einträgen, so von wegen hier. Also hier, weil die Stadt Korin ist ja in der letzten Folge noch nicht befreien konnte, wegen einem Ork oder wegen eventuellem fehlenden NPCs. Und somit auch einen herzlichen Dank an das Odyssey-Mod-Team, welches mir dann auch durch Innos Mund, wie ich es eben anfangs gesagt habe, vermittelt hat, dass wirklich nur noch eine Person übrig ist und das ist dieser Ezzo. So, ich muss immer ein bisschen hier ruckeln und warten, bis der ruckeln und warten. Ein bisschen hier ein bisschen vorschieben, damit der Tantolo mitkommt. Oh, toll. Bist du noch benommen oder was? Sup. Bin ich jetzt hier auf der richtigen Fährte? Ja, natürlich. Hier ist dieser Dings hier, der Klamottenladen. Und hier müsste der Ezzo sein. Mal gucken, ob er wieder da ist. Ja, da ist er wieder. Richtig. Da ist Ezzo und der ist rot. So, zack. Kaputt. Einige Gegner konnten entfliehen. Okay. Ja, das ist doch cool. Ich dachte, jetzt gäbe es eine richtig schöne Fanfare. Nö, gucken wir mal eben. Aha. Ja, ein bisschen scrollen und dann sehen wir Rückeroberung von Korinnes. Ja, genau. Letzter Zweizeiler. Die Stadt Korinnes ist wieder frei. Am besten teile ich dies Lord André so bald wie möglich mit, damit die Bewohner wieder zurückkehren können. Da bin ich mal gespannt, ob ich das dann alles selber vermitteln muss. Also die Höhlen und die anderen Flüchtlinge sozusagen. So, Ezzo. Äpfelschinken. Hab jetzt gedacht, er würde wenigstens... Was ist denn da? Ist das ein Schalter? Alter Verwalter, dieser Schalter habe ich noch gar nicht gesehen. Ja. Oder? Habe ich den schon früher gesehen? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Den habe ich wahrscheinlich noch gar nicht gesehen. So, und ich dachte, ich könnte jetzt bei Ezzo den Schlüssel finden. Muss aber nicht, weil ich mal denke... Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Das Salandrill, also der wirkliche Originalbesitzer hier, die ganzen Schlüssel hat. Vielleicht gibt er mir dann speziell irgendwie Erlaubnis zu oder je nachdem. Ja, dann Dolo, du pass mal auf, ich spreche mal eben ab. Ja, dann Dolle, du pass mal auf. Du wartest bitte auf mich. Und zwar bei Onas Hof. Ich gehe jetzt am besten alleine weiter. Gut.
Wo wollen zu treffen? Post, Xalasturm, Flüchtlingslager, Onas Hof. Da gehst Warte du bitte auf hin. Mich, auf Onas Hof. Na gut. Ja, geh mal los, richtig. Ich bin schneller da, weil ich nämlich hier einen... Oh, das reicht. Runenstein habe. Oh, es dauert ein bisschen wegen Rendern, Aufbauen, Meshes und sowas. Ihr kennt das ja, ne? So einer schönen großen Mod. Ja, Wulfgar steht mal wieder Wache. Und wir müssen ja Lord André etwas erzählen, dass Corines wieder befreit ist. Wow, das war aber eine lange Aktion, ne? Corines ist frei. Ja, ich habe es schon gehört. Diese Nachricht hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Aha. Ohne deine Hilfe wäre das nicht möglich gewesen. Du hast wirklich Hervorragendes geleistet. Dieses Gold sollst du daher von mir als Belohnung erhalten. Möge Innos stets mit dir sein. Werdet ihr die Bürger benachrichtigen, dass die Stadt wieder frei ist? Ich glaube nicht, dass dies nötig sein wird. Du wirst schon sehen, in kürzester Zeit werden alle Bewohner wieder zurückgekehrt sein. Ja, damit hätte sich natürlich die Frage, die ich anfangs hatte, so von wegen, ob ich da selber mich drum kümmern muss oder nicht, erledigt. Wann werdet ihr in die Stadt zurückkehren? Sogleich. Uns hält hier nichts mehr. Das ist wahr. So, sogleich. Macht sich auch André hier auf. Ja, klasse. Warte mal. Warte mal nochmal Runde. Okay, nur ein Ende. Wow, wow, wow. Guck mal. Alle machen sich auf die große Wanderung nach Corines. Hi ho, hi ho. It's up the way we go. Ich glaube, das lasse ich mal unverfolgt. Weil ich nämlich keine Lust habe, dass. König. Ja, da, weil ich keine Lust habe, da, dass die mir kaputt gehen. Während ich das sehe. Also irgendwie von Klippen fallen und sowas. Okay. Bei den Frauen, das ist nicht so gerade das Tolle. Okidoki, dann speichere ich mal. Deswegen ist es natürlich genauso sinnig, eine Nacht darüber zu schlafen. Jetzt gucke ich mal, ob... Nee, das ist raus. Ja, untererfüllte Mission, Rückeroberung von Corines steht dann. Ich habe Lord André mitgeteilt, dass die Herrschaft der Orks über die Stadt Corines nun zu Ende ist. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Die werden jetzt alle hoffentlich wohl und gesund in die Stadt zurückgekehrt sein, hoffe ich mal, ohne Verluste. Jetzt muss ich mal eben ganz kurz gucken. Ich weiß nicht, ob ich hier schon war, liebe Leute. Ganz kurz nur. Ich muss mal mein Gehirn mal wieder ein bisschen auf Training bringen. Also, so wie das aussieht, war ich hier schon, sonst wäre nämlich sofort ein Skelett. Jo, okay, sorry, das muss ich immer eben machen. Denn erstmal, wenn man so einen Weg beschreitet, so wieder so gewohnte Situationen sieht, dann kommt bei mir so, ja, kommt mir bekannt vor. Aber war es denn diese Mod unbedingt oder war es das Originalspiel? Ja, das sind so Sachen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Jetzt will ich aber nochmal zu Fuß dahin gehen, weil die sind ja hier runtergegangen. Ich habe keine Lust, hier irgendwelche aufgeklatschten Opfer zu finden hier von Corines Bewohnern. Da habe ich wirklich keine Lust drauf. Nein. Auch das noch. Ah, lustig, lustig, tralala, speichern. Da ist er. Dann rennen wir doch mal schnell hin. Okay, einen hat's erwischt, weil, wegen, wo ist er denn hin? Weil, wegen eines Suchenden. Der jetzt nicht mehr da ist. Pablo, armer Pablo. Dafür haben wir Drachensnapper. Und der Suchende ist irgendwo futsch. Gut, der wird sich wahrscheinlich wieder woanders hinsuchen. Gucken wir mal. Hallo. Gucken, ob ich das überhaupt schaffe. Ach, da hinten. Da hinten fetzen Feuergeschichten ab. Thank you.
So, jetzt bin ich sehr irritiert, weil dort hinten gekämpft wird. Und zwar ist ein Suchender dort. Scheiße! Sorry. Wer war das jetzt? Ich war das. Kack. So, wenn wir mal ganz schnell hier den Drachensnappern irgendwie die Dings wegnehmen, weil da nämlich ein Suchender ist, der die ganze Zeit einen anderen Heinz hier, und zwar meinen Waldgeist. Wieso hast du meinen Waldgeist gekillt, du blöder Kopf? Mann. Das darf nicht wahr sein, ich mag das nicht. Aber so ist das Leben. Scheiße. Okay, bloß weg. Damit ich mich noch ein bisschen regenerieren kann. Ja, Opfer muss man bringen, Leute. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, wo bin ich denn jetzt hier wieder hingekommen? So, da ist ja noch der andere Schattenläufer. Drachensnapper, meine ich. So, wen hat's hier erwischt? Grom, ja natürlich. Grom, der Waldmeister. Tja. Wo ist denn jetzt das andere Getier? Hast du dich wieder wahrscheinlich an deine Ursprungsposition gesetzt, oder was? Ne. Alter Schwede. Nee. Na gut, okay. Leute. Ich hätte ja gar nicht gedacht, dass das jetzt so noch so spektakulär wird. Okay, ich glaube, hier wird wohl alles gut sein. Na, sollst du hier hängen bleiben? Ach ja, richtig. Dandolo ist ja hier. So, Dandolo, komm mit. Komm mit. Auf geht's. Und zwar nach Corinis selber. Aber, gehen wir mal einen bekannten Weg. Ja, da hat's ein bisschen gehoppelt. Musste ich rausschneiden. Mal gucken, ob es neue Optionen gibt. Gesprächsoptionen. Alles in Ordnung? Ja, im Moment kann ich nicht klagen. Schön. Bauer, ah, jetzt sind sie wieder alle am Platz. Die Elena. Da muss man mal gucken, vielleicht hat leckere Sachen für uns. Was kann ich dir anbieten? Schau mal, die hat nämlich auch leckere Eintöpfe, dann dünne Brotsub-Rezept, Fleischsub. Ich glaube, da ist nichts Besonderes zu holen. Salz. Schinkensupp. Naja, okay, danke, Elena, dass du mir deine Ware, das höre ich zum ersten Mal, deine Auslage gezeigt hast. Oh, Hodges! Mein Gott, es ist so schön, die Eile wieder alles in Ordnung, Ort und Stelle zu sehen. Ja, alles in Ordnung. Okay, das braucht man nicht so lange. Da ist ja unser Till Eulspiegel. Na, wie geht's dir? Na, wie geht's? Geht's so. Aber jetzt lass mich einfach in Ruhe, klar? Oh, eine weibliche Stimme hat Till. So, die Rosi sind wir auch hier. Mein, ich möchte am liebsten. Ich bin einfach nur glücklich, dass mein Sohn wieder da ist. Das werde ich dir nie vergessen. Schön. Mir brauchst du das nicht zu sagen. Mach's gut. Okay, also ich glaube, jeden hier in den Arm zu nehmen und zu knuddeln, weil sie alle wieder glücklich sind, wäre jetzt wohl an der Stelle ein bisschen überflüssig. Nicht, dass ich es gerne tun würde, aber mal gucken. Kann ich nicht vielleicht doch etwas von deinem Eintopf haben? Ich sagte doch bereits, dass Soldaten des Königs... Ja, okay, das sind halt eben noch die alten Sprüche. Gut, dann Dolo, wir wollen hier nicht die Zeitverschwendungen, sondern wir werden ganz einfach wieder Richtung Corinis laufen und dort mal die Lage begutachten. Falls ich noch hier irgendwas wen ansprechen kann, liebe Freunde, dann könnt ihr das gut in den Kommentaren schreiben.
Dann Dollo, wir haben doch hier schon eigentlich alles gereinigt, was die Suchenden angeht, so würde ich das mal wohl sagen. Und deswegen springen wir rüber zu Corines und falls uns auf dem Weg was passieren sollte, ich blende mich wieder ein. Bis dahin. Jetzt schauen wir doch nochmal, ob der gute Dragomir ins immer noch feindlich gesonnen ist, obwohl er eine grüne Schrift hat. Hallo, Freund oder Feind? Nee. Leider nicht. Ich habe vorher abgespeichert. So. Kommt denn auch unser Dandolo? Er kommt hinterher. Gut. Alles gut. Jetzt. Alles gut bei dir? Okay. Und weiter geht's. Schauen wir mal. Haben wir erstmal hier die Taverne. Mich fragt ja keiner. Ruga. Ende. Orlans Taverne. Was kostet ein Zimmer bei dir? Zeig mir deine Ware. Es wäre schwierig, seinen Schlüssel zu stehlen. Das machen wir doch jetzt mal. Ja, ist doch kein Problem. Das wird bestimmt ein Schlüssel für den Fischzimmer oben sein. Roland, was hast du denn an Klamotten? Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Was haben wir denn hier für lustige, schmackhafte Krottensuppe? Karottensuppe, nochmal Kartoffelsuppe. Ja, irgendwas Besonderes. Nee, nicht das, was ich auch schon hätte. So, Corines Teleport zur Taverne dürfte ich schon haben. Rezept Zwiebelsuppe. Ja, nichts Neues, liebe Freunde. Okidoki. Naja, dann, gehen wir mal weiter, dann, Dolo. Unser Ziel ist ja jetzt Corines, ne? Das ist doch nichts Neues. Schauen wir nochmal hier auf den Wegweiser. Komm. Komm mit. Und wie schon gesagt, bis später. Bis später ist gut, ein paar Schritte weiter. Wen haben wir da? Wieder einen Suchenden. Oder zwei sogar, ich weiß es nicht. Nee, das ist der Baumstamm. Nee, ist nur einer. Okay. So, ja. Moment. Wieso bemerkst du mich nicht? Achso, okay. So, und tschüss. So, alles gut dann, Dolo? Ja, hast ein bisschen Hitzewallungen gehabt. Das kommt vor. Habe ich eigentlich diese Truhe schon? Sicher, ne? Ja, ist auch keine Frage. Lecker. Da ist es, da ist das gute Corines. So, schauen wir mal, gibt es noch Weitersuchende? Nö. Es sind noch welche auf dem Hof. Randolf. Schätze mal, da ist nichts. Gehen wir mal. Na? Gucken mal hier rein, ob unser... Ach ja... Wo ist er denn? Ach, den ist er draußen am Hocken. Na, wen suche ich denn? Nicht Kati. Ihn hier suche ich. Ah, Kielzo. Hey, du. Gut. Okay, liebe Leute, weiter geht's. Gehen wir so rum oder so rum? Schauen wir mal. Ah, auf dem Weg trifft uns ein altes, bekanntes Gesicht. Der Mika ist wieder da. Wie ist die Lage? Isnila? Die Orks, die uns belagert hatten, wurden besiegt. Das gibt mir wieder etwas Hoffnung. Genau, Mika. Herrlich, wir sind wieder in das alte, gute Corines gekommen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben ja hier auch wieder die Orkwache. Wieso räumt die hier keiner weg, Leute? Wieso springe ich drüber? Nee, gelootet ist sie. Daron, hey. Schauen wir mal. Wieder was spenden? Nein. Zuris, komm, Meister. Was hast du denn noch für schöne Waren? So, wie viel Gold habe ich? Och, das ist eigentlich ganz gut. Guck mal hier, 140. Ah, wir werden erstmal hier ein bisschen was einkaufen. Kämpfe gibt es immer hier in diesem Game. Unverschämt. So. Dann,
könnte ich ja noch weiter handeln. Und zwar mit der guten alten Sarah. Und zwar werde ich jetzt die ganzen Waffen, die ich da habe, werde ich jetzt mal an ihr verscherbeln. Zeig mir deine Ware. So, das hat wieder ein bisschen was gegeben. Alles klar? Ich danke dir. Mit Innos Hilfe hast du uns alle gerettet. Schön, so sollte es nämlich auch sein. So. Gucken wir mal. Zeig mir deine Ware. Ah, jetzt gibt es die Händler neu. Richtig. Ja, jetzt müssen wir erstmal alle Händler abklappern, damit das eingetragen wird. Falls wieder was ist. Okay, Hakon. Hallo. Ach, verdammt. Was willst du? Ware. Zeig mir deine Ware. Okay. Hakon. Jetzt mal überlegen. Jetzt muss ich mal aus meinem Grauen. Aus meiner. Ja, genau. Richtig. Ah, hier ist der Bäcker. Links, rechts zum Bäckerbrötchen. Hast du denn überhaupt hier Brötchen? Okay. Fisch? Fisch? Gemüse? Okay, hier ganz rechts sieht was Brötchenmäßiges aus. Ja, gut. Ein sehr umfangreicher. Variationsreicher Bäcker. Sprechen wir ihn mal an. Hallo. Gibt es Neuigkeiten? Och, der übliche Klatsch und Tratsch. Ich denke, du kannst mir mehr erzählen. Ja, zeig mir deine Ware. So, ich will jetzt Brötchen kaufen. Zeig mir deine Ware. Leute, Hammer. Das ist mal richtig cool. Das haben wir ja. Bauernbrot. Vollkornbauernbrot. Vollkorn bitte. Brot. Eine Brezen. Und nochmal Brezen nach besonderem Rezept. Lebensenergie Bonus 1. Bonus für maximale Lebensenergie plus 1. Also das ist ja der Hammer. Kostet 100. Ach, ich bin neugierig. Ich kauf sie mal. Ne? Kauf ich mal. Yeah. So, dann haben wir hier Brötchen. Brötchen, genau richtig. Würziges Brötchen. Also, klasse, klasse, klasse. Kann ich nur... Was haben wir denn hier? Brötchenrezept? Nee, das wäre es natürlich. Die habe ich schon. Okay, dann wollen wir auch mal hier diese besonderen Brötchen kaufen. Super, die waren aber teuer. So, jetzt möchte ich ganz gerne hier was backen. Das geht nicht. Das kann nur der Bäcker. So, gut. Schauen wir doch mal bei den Handwerkern nach. Ja, sorry, es ruckelt wieder. Müsste ich das Spiel nochmal neu starten. Aber da habe ich jetzt keine Lust. Weil das ist jetzt richtig interessant. Gucken, was Kanter sagt. Alles in Ordnung? Sieh dich doch mal um. Dann siehst du selbst, ob alles in Ordnung ist. Ja, du Heinz, ich weiß. Hanna, lieber Josef, liebe Hanna. Auf Hanna reimt sich keine Kuh. Ja, jetzt Emil Steinbergers Sketch gewesen damals. Oh, Hanna hat nichts zu sagen. Na, oben wird keiner sein. Also kein schlafender Adept. Denke ich mal. Unser Herold wieder. Bürger von Korinnes, hör zu. Ist jetzt die Stadt befreit? Ich hab da mal eine Frage. Stör mich nicht. Ich bin im Dienst. Ja, dann erzähl mal was. Aber Herold erzählt nichts. Abujin, alter Freund, erzähl mir was über Zukunft. Eventuell. Kannst du mir eine Weissagung geben? Für bescheidene 200 Münzen werde ich für dich einen Blick in die Zeit riskieren. Also, nun erzähl mir bitte von der Zukunft. 200 Münzen gezahlt. Erzähl mir von der Zukunft. Gut, Sohn des Wissens. Ich werde mich nun in Trance begeben. Bist du bereit? Bin bereit. Ich sehe eine Burg. Menschen, die dich kennen... Auf der Flucht, Tod und Verderben, das untote Heer, ein Saal, auf dem Thron ein Diener Belias. Das war alles, mehr kann ich nicht sehen. Okay, was hast du Spezielles noch zu verkaufen? Okay, okay. Dann gucken wir doch mal, was haben wir denn hier als die Weissagung? Muss ich mal eben nachgucken.
Die Weissagung. Letzter Absatz. Abu Djinn sah eine Burg und Menschen, die mich kennen. Damit kann doch nur Athanos gemeint sein, oder irre ich mich? Sind meine Freunde etwa in Gefahr? Mehr konnte Abu Djinn nicht berichten. Ich soll zu einem späteren Zeitpunkt nochmal mit ihm sprechen. Athanos, da wo ich herkomme. Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Andres ergeht folgender Erlass. Na endlich! Danke dir. Jetzt wollte ich das mal hören, was er alles sagt. Nee. Ja, wie so ein Dit. Hallo. Nee, er labert nicht mehr weiter. So, jetzt aua. Aua, mein Schädel. Jetzt will ich mal gucken. Irgendeiner von den Alchemisten wollte doch irgendwas mir. Konstantino, hey, warst du das? Mhm. Nee, dann müsste ich noch mal im Logbuch gucken. Es war Ignaz. Das meinte ich, war Ignaz. Der bräuchte dann was ganz Spezielles. Ah, so, Brian. Hey. Und sonst? Ich weiß noch, was es für ein Theater war, bei Harald als Lehrling aufgenommen zu werden. Wirklich jeder von den Pennern hatte noch was dazu zu sagen. Ich will selber entscheiden können, wen ich als Lehrling aufnehme und wen nicht. Mir hatte das nicht. Sehr gute Stimme. Okay, gut. Ja, dann, was sagt denn unser Torben? Mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Die sind jetzt erstmal alle am Quatschen hier, ne? Ich fertige meine Schlösser selbst an. Dann kann ich wenigstens sicher sein, dass ich meine Truhen nicht umsonst so stabil gebaut habe. Ja, das kennen wir. Ein schlechtes Schloss ist leicht zu knacken. Und Diebe gibt es in Korinis genug. Vor allem in letzter Zeit. Ja, okidoki. Dann schauen wir doch nochmal bei dem anderen. Na, Dandolo, kommst mit? Kannst auch hier bleiben eigentlich. Aber wie es sich geziemt, sollte man sich schon den Leuten vorstellen. So, Dele. Wie zum Beispiel Karel. Hey! Mit dem kann ich auch bestimmt nur stärker werden oder was beigebracht bekommen. Richtig. Aber ich will ja hierhin. Na? Ja, manchmal ist Dandolo doch ein bisschen wie eine Hämorrhoide. Ignaz, komm. Auch nicht. Wer war denn das? Deine Ware. Wer war denn das? Hast du denn ein paar tolle Sprüche? Verwandlung Troll. Irgendwie was ganz Besonderes, Gutes. Ah, hier Blutfling könnte ich mal wieder haben. Obwohl, ich hätte mir selber schreiben können, aber kaufen ist schöner. Ach ja. Komm, Dandolo. Jetzt schauen wir mal weiter und überlegen uns, was wir weitermachen können. Dann gucken wir doch mal in unsere rote Laterne Bar, ob die jetzt endlich da mal zum Aufräumen gekommen sind, weil die ja... Ach ja. Der muss die Arbeit ja machen. Weil das ja sehr, sehr, sehr... Das war keine große Sache. Das darfst du keinem erzählen. Unschön war da drin. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Weißt du, wo ich Kraut kaufen kann? Kennen wir, ne? Tut mir leid, da liegt wohl ein Irrtum vor. Ich weiß nicht von Kraut. Ja. Ach. Was du nicht sagst. Alles gut. Na, doch nicht. Wir sind noch ein bisschen durcheinander. Schade, schade, schade. So, Bromor. Alles gut? Ich hab da mal eine Frage. Die rote Laterne ist vorerst geschlossen. Ich muss hier erst wieder alles in Ordnung bringen. So what? Alles klar. So, Nadja, bei dir kann man wahrscheinlich auch nicht irgendwie... Ich wollte... Hey, ich kann mich jetzt nicht um dich kümmern, Süßer. Okay. Keine Zeit. Ich muss mich... Schade. So, was ist denn mit Sonja los? Alles klar? Alles klar? Wenn du quatschen willst, such dir eine Frau und heirate sie. Ja, also ich kann mit keiner romantisieren hier zurzeit. Da gibt's ja noch eine. Ja, liebe Freunde des guten Spiels oder des guten, der guten Modifikation.
Mo, bist du noch sauer? Nein? Da liegt ein Schwert rum. Das will ich nicht hier liegen lassen. So, Cardiff. Kann mir nur seine Ware zeigen. Joe, wie steht's denn so? Wie steht's? Ach, lass mich in Ruhe. Gut. Dann ist es also wahr, was die Leute sagen. Du bist tatsächlich ein Paladin geworden. Hast du damit ein Problem? Solange du Waffenknecht warst, konnte man dir zumindest einigermaßen vertrauen. Aber ein Paladin, der Mitglied der Diebesgilde ist, ist doch schon etwas Außergewöhnliches. Was willst du damit sagen? Dass wir dich im Auge behalten werden, Freundchen. Und wenn du falsches Spiel mit uns treibst, bist du dran. Oh, das war mal eine Warnung von Nagur, ne? Tja, bis hierhin. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Schreibt mir einen Kommentar, gebt einen Daumen und bis später. Ciao.